Wer nimmt's mit mir auf? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skylanders Imaginators. Was es mit den Tortenteilen auf sich hat, weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass wir jetzt in der Story weitermachen. Und zwar hier bei Popfizz. So machen wir es. Wir backen eine riesige Torte. Da Chaos Versteck von diesem Kraftfeld umgeben ist, haben wir uns überlegt, dass wir ihn nur dazu bringen, uns hereinzulassen, indem wir ihm eine riesige Geburtstagstorte backen. Ach so. Aber es ist eine falsche Torte. Genau, wir verstecken uns alle im Inneren der falschen Torte und wenn Chaos uns hereinlässt, tada, springen wir alle heraus und greifen an. Auf die Jagd nach Zutaten gehen. Ist ja wie mit dem trojanischen Pferd, wer im Geschichtsunterricht aufgepasst hat. Jeden Tortenzutaten an, der hier drüben den großen Arena-Kampf gewinnt. Oh nein, ich bin doch schon so weit in der Arena. Aber Kaylee haben in einem Verlies hier drüben etwas gefunden. Vielleicht eine Zutat, vielleicht einen Geist. Du kannst es bestimmt nicht abwarten, das herauszufinden. Ich darf mir jetzt ein Level aussuchen. Okay, dann wollen wir mal. Wir folgen einfach mal den blauen Linien auf dem Boden. Und hier trennen sich die Wege. Na gut, ich gehe mal in die Arena. So. Tada! Kampfarena! Kampfarena! Wenn ich... Also, wenn Ion mich dauernd wiederholt, dann darf ich ihn auch wiederholen. Das habe ich jetzt mal so beschlossen. Ach, hallo! Ich bin ja so froh, dass du hier bist. Ich darf bei dem Arena-Kampf endlich die Nationalhymne singen. Aber uns fehlt ein Kämpfer. Du würdest mir echt helfen, wenn du einspringst und mitkämpfst. Ja, na klar. Und hatte ich schon erwähnt, dass der erste Preis etwas ist, mit dem du diese riesige Torte backen kannst? Das wusste ich bereits. Oh Gott. Die Skylanders sind so toll, so richtig, richtig toll. Sie sind für mich das Tollste überhaupt. Doch wie man hier jetzt sieht, ist Kontext in unserem Lied. Wir sind nämlich viel zu toll, und Skylanders! Was zur... Okay. Willkommen zurück. Bereit für den nächsten Kampf? Super, denn der fängt jetzt gleich an. Runde 1. Ach, die Musik ist toll. Der Skylander verliert keine Zeit. Der zeigt diesen Schwachköpfen, wer hier der Boss ist. Da. Die animiert richtig. Tut mir das was? Ja, das tut tatsächlich was. Das bremst mich aus. Das will ich nicht, dass mich das ausbremst. Ach, das schiebt die Gegner auch nach vorne. Okay. Da siehst du? Aua, aua, aua. Okay, das war hart. Das war hart. Nee, das war hart. Das ist nicht toll. Aber die Runde ist vorbei. Brauch was zu essen. Da. So, ja. Kommt man wieder zu Kräften. Toll, wie der Skylander das alles weggeschnappt hat. Oder soll ich sagen, weggesteckt? Weggesteckt, weggeschnappt. Witzig. Oh nein. Oh, diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Hilfe. Das ist eine harte Nummer hier. Das ist eine harte Nummer hier. Ja, am Anfang war ich einfach nur wissen. Aber ich war schon immer total chillig und hab gerne Okay. Chill war total chillig. Chill Bill hieß der, glaube ich, ne? Was die für ein Mist labern im Hintergrund. Was für ein Mist. Da könnten, wenn es kritisch wird, mal unsere Sky-Chi-Kraft einsetzen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wow. Oder auch nicht. Das war mir noch nicht kritisch genug. Schnell wie das Licht. Ja. Ich meinte kritisch auch im Sinne von viele starke Gegner. So, hier. Weg mit euch. Sky Chica. Wird die Finsternis besiegen. Und tschüss. Back up. Mein Licht wird nicht verglühen. Genau. Das nächste Rad. Erst
klaue dir meinen Käse und jetzt. Oh, jetzt brauche ich aber gerne nochmal die Sketchy-Kraft, weil das ist ja eine Menge hier. Das ist ja eine Menge. Ja! Das Kapitel wäre beendet. Ja. So, krieg ich was zu essen? Nee, ich hab gewonnen. Ja. Ausgezeichnet. Ich hab gelacht, geweint und war richtig beeindruckt. Gut, dass du damit aufgehört hast, denn das Lachen und Weinen war irgendwie ein bisschen unheimlich. Trotzdem ein toller Sieg für die Skylander. Eure Moderation ist unheimlich. Danke für die Einladung. Und ja, die Skylander haben in diesem musikalischen Arena-Kampf wahrhaftig den Takt angegeben. Haha. Neben meinem Glückwunsch bekommst du auch 90 Kilo Butter, die ich vom Imbissstand der Arena abgreifen konnte. Die kommt doch wie gerufen für deine riesige Torte. Und ich kann mir sowieso kaum vorstellen, dass sie hier dringend gebraucht wird. 90 Kilo Butter. Das musst du dir mal vorstellen. 90 Kilo. Na dann. Wieso bauen die nicht einfach eine Torte aus Pappmaché, wo wir uns dann alle reinsetzen? Nein, da muss ich nicht hin. Ich muss woanders hin. Nee, hier auch nicht. Warte. Ich muss hier lang. Hallo. Nein, nein. Musste ich nicht hier hin? Oh, ich muss die Zutat erst wegbringen, wa? Wie unnötig. Dann bringen wir erst die Zutat weg. Ui, hier bitteschön. Ein böser König hat sich in dieser Stadt niedergelassen und unseren Zugang zu Tortenvorräten abgeschnitten. Doppeltes Foul. Ich schlage vor, wir unternehmen schnell etwas. Aber wieso kann ich... Thomas und Kaylee haben in dem Verlies hier drüben etwas gefunden. Vielleicht eine Zutat, vielleicht einen Geist. Du kannst es bestimmt nicht abwarten, das herauszufinden. Ja, kann ich nicht abwarten. Aber wieso kann ich den anderen Weg denn jetzt nicht mehr gehen? Ich finde das ein bisschen gemein. Also gehe ich jetzt erst zu Kaylee und Dingsbums und schaue mir das erst an. So, lass mich hier durch. Bereit für temporeiche Abenteuer auf der Sky. Hier. Heißt das andere lässt sich nie wieder öffnen oder was ist los? Ich verstehe das nicht ganz. Aber wir werden sehen, was das genau bedeuten wird. Ich meine, immerhin müssen wir 8 Teile finden für die Torte. Willkommen, Skylander. Hi. In der verlorenen Gruft von Aruga. Vor ein paar Tagen kam Blobbers her und suchte nach einem Schatz. Ich habe ihm gesagt, dass es keinen gibt, aber dadurch wurde er nur noch aufgeregter. Wahrscheinlich hat er sich verlaufen und braucht Hilfe. Mal wieder. Wärst du so lieb? Ja, na klar. Kommt mir sehr bekannt vor, diese Grotte. Dir auch? Aber nun gut, manche Level sind hier ähnlich aufgebaut, was ein bisschen schade ist. Es ist ein bisschen schade. So, ich hoffe, ich kann mir hier nichts verbauen. So, das machen wir dahin. Das kommt dann hierhin. Ich mache einfach mal, ne? Oh, da ist ein Loch. Kann ich da rein? Nein. Das kommt da rein. Das ist auch in Ordnung. Das lasse ich mal so. Wow, wo kommst du her? Blödi. So, hier. So, und den Rest machen wir händisch weg. So. Ah, da ist ja noch einer. Aua. Geh weg. Perfekt. Ja, so perfekt fand ich das nicht, aber wenn du meinst, dann gehen wir einmal rum. Fiedebumm. Oh, guck mal. Schätze. Kann man hier... Hier kann man doch irgendwie... Kann man? Und ich habe eine Katze eingesperrt aus Versehen. Komm raus.
falls du es mauzen hören hast. Das war Katze. Nein! Anders. Hep. Ach so, ja, das muss natürlich erst dahin geschoben werden. Muss alles so weit geschoben werden, bis es nicht mehr geschoben werden kann, oder? Muss ich einfach drauf losschieben. Einfach drauf losschieben ist wohl nicht so. Aber ich könnte dann den machen. So nämlich. Das könnte funktionieren. Wenn ich hier rüberkomme, genau. Ja, oder wir machen es so. Geht auch alles. So, hallo. Na? Am Anfang war auch noch eine Tür. Hui. Na komm, wir gehen weiter. Ich glaube, das ist kein richtiges Story-Level. Daher gehen wir einfach weiter. Skylander sind ja stärker. Ja, ja. Ah, da geht's weiter. Warte. Da kann man auch wieder schön Selfies machen. Und dann kann ich das rausdrücken. Das bringt mir was? Dass ich hier rüberspringen kann. Ah, eine Kiste. Okay. Das ist natürlich schön. Da ist der nächste Schlüssel. Haut ab. Ich gehe da mal wieder. Hui. Kann ich das jetzt da reinmachen? Ja. Gut gemacht, Portalmeister. Hi. Hey, hey, Skylander, ich bin's, Blobbers. Hi. Ich konnte keinen Schatz finden, aber während ich gewartet habe, habe ich eine neue Zuckerstreuselsorte erfunden. Ah ja. Die werden auf dem Markt einschlagen wie eine Bombe. Krieg ich 90 Kilo davon, oder? Nee, schade. Das war's schon. Das ist doch kein richtiges Level. Ich möchte ein richtiges Level wieder spielen. Aber also, wir kriegen 90 Kilo Butter, aber nur eine kleine Packung Streusel. Das finde ich nicht fair. Oder? So, ich muss irgendwie wieder zurückkommen. Adventure Pack müssen wir auch mal wieder machen. Kostet aber auch alles Geld, ne? So. Und wieder zu Popfiss. Obwohl, ich könnte mal ganz frech bei Activision fragen, aber na. Man möchte das Spiel ja auch unterstützen. Sich, ob du ihr helfen kannst, einen Arena-Kampf zu gewinnen, bei dem es um Torten zu tun. Nicht schon wieder. Dann mach ich über das, genau. Zutat abgehakt. Mindestens noch eine weitere. Hier. Ach so, muss ich gar keine 8 sammeln? Ja, diesmal habe ich echt keine Lust auf Arena. Dann gehen wir jetzt ins andere Level. Hier nämlich. Weil das Schloss zerspringt. Und wenn du mit dem Level fertig bist, ist es ganz wie von Zauberhand wieder zu. Mausoleum. Ja, ja, Mausoleum, bla bla. Ist okay. Aber vielleicht nehmen wir dafür gleich einen anderen Skylander. Howdy, Skylander! Freut mich, dass du mein Verlies besuchst. Aber trotz meiner munteren Stimmung habe ich schlechte Neuigkeiten. Oh nein! Dieser Fiesling Chaos will hier alles abreißen und dann einen seiner Chaosmärkte bauen. Erstens haben wir schon mehr als genug Supermärkte mit fragwürdigen Beschäftigungsbedingungen. Und zweitens will ich mein Verlies behalten.
Bist du also so nett und zerstörst jeden einzelnen dieser Sprengzünder, bevor hier alles in die Luft fliegt? Okay. Max hat ein eigenes Verlies. Ah ja. So cool für Blitzer. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Schauen wir mal. Unglaublich, dass Chaos mein Verlies in einen Chaosmarkt verwandeln will. Hier ist nicht mal eine Zugangsstraße. Erstmal alles in die Luft sprengen. Alles klar. Ah, wie schön, dass wir eine Fackel bekommen haben. Oho. Oh, ich jage so gerne Sachen. Ah, Sachen in die Luft jagen. Ah, nein, 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 nein. Dann findest du sicher ein paar Zünder. Ja, warte, warte, warte. Hier, komm, komm, komm. Explodiere. Los. Dann nicht. Ich bin eine tolle Bombe. Chaos liebt mich. Chaos liebt mich. Juhu. Selbstzerstörung. So. Bald in einem Verlies in deiner Nähe. Ah ja. Oh, ich jage so gerne Sachen hoch. Ich bin eine tolle Bombe. Chaos liebt mich. Was ist los mit diesen Bomben? Selbstzerstörung. Bald in einem Verlies in deiner Nähe. Aua, ich wollte doch nur rüber. Irgendwo sind Skylander. Ich spüre es mit meinem Bomben. Ach so, mit links muss ich dann... Ah. Es ist immer eine andere Taste, so ein bisschen. So. Bald in einem Verlies in deiner Nähe. Wie verrückt das hier ist. Dann gehe ich mal hier hin. Vier Stück müssen wir noch besiegen. Oder ausschalten. Sagen wir es so, da ist noch eins. Ah, dazu müssen wir dieses Schlossrätsel lösen. So, warte, warte. Ich will, dass das aber da rauskommt. Ah, ist ja doof. So. Ja. Nee, so klappt das nicht. Ich weiß nicht, wie ich die zusammenkriegen soll, ohne zu verbrennen. Also lassen wir das. Sonst ist es zu spät. So. Ich freue mich so auf den neuen Chaosmarkt. Ja, der neue der neue Chaosmarkt. So, warte mal. Kräfte. Das kann ich mir noch nicht kaufen. Okay. Nach diesen Zündern, denn sie werden es sich sicher nicht anders überlegen. Ja, ich mache ja schon. Ich schaue ja schon nach den Zündern. Das ist eine zündende Idee. Oh, die nehme ich aber mit. Wenn sie schon hier rumliegen. Warum dann nicht? Oh ja. So, dann geht's hier hoch. Hallo. So, einmal ausmachen bitte. Das noch 6 Minuten. Das ist nicht viel. Bomb. So, danke schön. Alma ist aber auch unglaublich langsam. Dann findest du sicher ein paar Zünder. Au! Sei lieb. Danke. Selbstzerstörung. Bald in einem Verlies in deiner Nähe. Wow. Mein Name muss ein bisschen aufpassen. Okidoki. Der letzte Zünder ist hinter dieser Tür, Skylander. Skylander? Dann haben wir es ja geschafft. Selbstzerstörung. Bald in einem Verlies in deiner Nähe. So, geschafft. Ich freue mich so auf den... Heilige Toastscheibe mit Stachelbeermarmelade, du hast es geschafft! Du hast nicht nur einem Freund geholfen und die Konzernunterdrückung aufgehalten, sondern dir auch eine Belohnung verdient. Die Konzernunterdrückung. Der Zünder verkauft auch diese riesigen Dosen Zuckerguss. Der würde sich doch sicher ganz hervorragend auf unserer Torte machen. Oder in meinem Mund. Ja, genau.
Lecker, lecker, lecker. Stachelbeermarmelade. Hätte ich schon Bock drauf. Okay, zurück zu unserem Popfiss. Ja, ja. Überall ploppen hier irgendwelche Figuren auf. Reicht das jetzt an Zutaten oder müssen wir tatsächlich 8 finden? Ich habe gerade gehört, dass die Geier einige Vorräte für die Torte von Flynn gestohlen haben. Aha. Diese Typen nerven einfach nur. Wieso besiegen wir sie nicht und holen uns unsere Vorräte zurück? Können wir machen. Können wir machen. Kein Problem. Huch. Jetpack ist dabei, noch mehr Tortenvorräte zu finden. Aber er hat ein Problem mit einem fiesen Kreatron. Hilf ihm, die Vorräte zu bekommen und erzähl mir später, was ein Kreatron ist. Das würde ich auch gerne wissen, aber weißt du was? Noch mehr. Jetpack braucht erneut deine Hilfe auf dem Schlachtschiff. Er sagt, es sei wichtig. Also Tortenzutaten wichtig. Wie viele Möglichkeiten es gibt. Aber ich würde sagen, bevor wir die Geier besiegen, werden wir ein Päuschen einlegen und das beim nächsten Mal weitermachen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du zugesehen hast, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und dann hauen wir die Geier beim nächsten Mal um. Bis dann. Tschüss.